Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren, ja, ich nenne es mal Pack Opening. Alle mal in die Runde, ein fröhliches Hallo. Hallo. Hi. Hi. Wir sind mal wieder alle vier am Start. Ihr fragt euch, warum hier OTS-Packs liegen. Ja, wir waren heute auf einer Local in Koblenz, bei der wir alle überraschenderweise gut abgeschnitten haben. Pascal ist Zweiter geworden, ich bin Fünfter geworden und Marvin und Fabi jeweils Achter, Neunter. Wir haben uns da natürlich ein paar Packs abgegriffen und die werden wir jetzt auch aufmachen. Und im Anschluss werden wir jeder für sich einen kleinen Turnierbericht machen für euch, gegen was wir gespielt haben, wie wir gespielt haben, wie es am Endeffekt ausgegangen ist. Und ja, ich hätte gesagt, ich fasel gar nicht mehr so viel weiter drumherum, sondern fangen direkt mit den Packs an. Wir fangen mal mit dem Megapack an. Die Turnierberichte machen wir dann natürlich in einzelnen Videos, dass ihr das dann auch gezielt gucken könnt, was euch interessiert und was nicht. Natürlich interessiert euch alles, ist ja klar. Genau. Aber natürlich. Keine Überraschung. So. Dann fangen wir mal mit dem Megapack an. Rechte Hand des Magiers. F.A. Schallmeister. Abgrundschauspieler angesagte. Ersatzdarsteller Liner mit ihrem Vertrauten. Aufgestiegener des Donners. Der ist eigentlich ganz gut. Doppelresonator. Dann haben wir. Was haben wir denn? Schlüssel des Weltvermächtnisses. Alter Geist Hextia. Kotz. Mech-Ritter ganzes Spektrum. Und wir haben Lumina Licht, Zwielicht verpflichtete Schamanen. Dann Zombino, Flinker Biber, Weltvermächtnis, Linkloch, DD-Sucher und Selbstzerstörungsameise. So, dann würde ich sagen, jetzt leg mal die Holos raus. Ja, oder mach so. Mal. Ja, mach so, das. Genau. Warte, ich leg dir gerade die Holos raus. Mach so. Mal. Nehmen wir einfach die. Kommen wir jetzt mal zu den OTS-Packs. Das sind ja, im Vergleichswert zu allen anderen Packs, die wir momentan kriegen, auch noch Ultis drin. Gucken wir mal. Wir haben verfluchtes Siegel des verbotenen Zaubers, Neo-Weltraum und geheimes Dorf der Hexer. Oh, super, ja. Super. Super, Alter. Doch, OTS-Pack, das kann man gebrauchen. Nummer 2. Ich meine, das ist eine sehr gute Side-Deck-Karte, manche auch Main-Deck-Karte. Ja, alter Geist lässt grüßen, ja moin. So, Windhexe, Glasglocke. Irgendwoher. Eindringlinge der Finsternis und Maschinenduplizierung, sehr gut. Dann kann ich in meinen Cyberdrachen endlich in Super spielen. Der Wahnsinn. Wunderbar. Jetzt kommen von meiner Seite noch 6 Cybernetic Horizon Packs. Und danach kommen die anderen mit ihren OTS Packs, Mega Packs plus jeweils noch ein Cybernetic Horizon. Richtig. Zerbrechen der Welt. Crusadia Draco. Goki Moonsault. Crusadia Stärke. Erneuerung der Welt und Schattenwunder der Elementarherrscher. Müll. Hey. Was? Hallo? Weg damit. Ach ja. Ist nix. So, nächstes Pack. Ja, aber ich glaube, ich könnte einen Draco sogar noch für das Crusader-Deck brauchen. So. Dracheneinheit Legion. Erinnerung des Weltvermächtnisses. Zerbrechen der Welt. Hatten wir gerade schon. Ungeheuer Magieangriff. Magie, Mantrawichtel, Kerzenpuppe und Reich der Gefahr. Eine Ultra. Schlechteste Ultra-Rare aus dem ganzen Set. Ne, ich glaube, das war Danger Zone, oder nicht? Nein, die waren im vorigen. Naja. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Danger Zone war hier auch drin. Aber eine Danger-Karte, meine Damen und Herren. Der Wahnsinn. Ist auf jeden Fall nicht für den OTK. Also ist es eine gute Danger-Karte. Habe ich die andere überhaupt nicht rausgelegt? Die lege ich noch raus, Leute. Schildnutzer, Psi-Ass, Dracheneinheit, Kuse, Tiefes Grab und Crusadia Magus. Ja. Na dann, herzlichen Glückwunsch. So, die legen wir jetzt erstmal. Ja, mach mal. Greif mir nicht ins Bild! So. Deine Hand wird abgehackt, Charlie. Dann kannst du sowas nicht mehr. Bei unserem Glück zieht wahrscheinlich Pascal wieder den Ball Sword aus seinem Pack. Schildnutzer, Universaladapter, Crusader Arboria. Was haben wir da? Gladiatorenungeheuer, Dragasis und edler Ritter Kastinen. Hashtag edle Ritter sind beste. Rotation der Welt, Rotation, Alter. Metaphysischer Köderdrache, Goki-Taktpartner und Ballistentrupp. Ja, das Rotation der Welt wäre in die Mais sogar eine ziemlich gute Karte, wenn es sich nicht dabei um die alten Monster drehen würde, so, wenn man auch die neuen beschwören könnte, dann wäre es richtig gut. Ja, ist eine komische Beschränkung. Wiederherstellungspunkt Wache, Cosmo Gehirn. Kamera dreht gerade komplett am Rad. Demise,
Metaphysischer Aufstieg, Goki der Riesenoger und Cyber Rev System. Also die wievielte, die wir jetzt ziehen? Die vierte oder so. Das vierte, die wir jetzt ziehen. Nice, aber wenigstens Secret aus dem ganzen Scheiß. Und keine garantierte. Jawohl. Wunderbar. Einen habe ich noch bei mir jetzt auf meiner Seite. Ich sage mal, ich weiter danach. Danach macht das Marvin. Gibt's einen kleinen Cut und dann setzt sich der Marvin mal hinter die Kamera. Genau. Crusader Aufschwung. Ja, Crusader Deck Incoming, würde ich sagen. Ach nee, warte, haben wir ja schon. Himmlische Schlange, gäh. Edle Waffen, Claret. Natürlich. Ja, da geht's weiter mit mir, mit Marvin. Easy. Fange ich auch erstmal mit den Megatens wieder an. Jetzt werden schöne Ultis gepult und schöne Evenly Matched gepult. Weil der Plural von Evenly Matched. Versuch es mal auszusprechen. Evenly Matched. Evenly Matched. Ja, ich weiß, ich muss jetzt jede Kugel. Dann hau raus, zieh sie durch. Speedroid. Halt die Schwerkraftpeitsche. Oh, der DK-Fall. Oh ja. Ist das der Entführ-Wyvern? Ja. Das Artwork irgendwie schön, keine Ahnung. Das Artwork ist wirklich gut. Welcher ist das, ne? Das ist die Fisterhand. Ah, sind die Quellen, ja. Eklig. Wow, das ist auch cool. Hell, da legen wir darüber genau. Oh. Ja, wunderbar hier. Also Magiebuch des Wissens kann man immer mal pullen. Auf jeden Fall, das ist eine sehr gute Karte. Ohne. Pathisches Manöver. Ja, die Kamera dreht gerade ein bisschen durch beim Fokussieren, aber ne. Aber das ist kein normal. Ding. Ja. Wir hinterlegen noch einen chilligen Beat hier und dann passt die Sache. Dann mach ich mal weiter mit dem Silent Horizon. Natürlich OTS-Tag als letztes. Ja. Gut. Kannst du gerne machen. Ja. Zieht mir vielleicht eine gute Runde. So, guck mal einfach mal. Oh, ja. Vielleicht siehst du ja was Gutes für einen Sebi. So, geht's hier weiter. Den Mais hier, Fabian, wenn du noch brauchst. Nee, nee. Ich hab da schon genug. Künstlerkumpel. Oh ja, ist nicht schlecht. Aber wie Marvin schon sagte, ja, ich bin dabei, mir ein Demise-Deck zu machen. Ich komme halbwegs jetzt voran. Der Incarnation-Kram ist da ganz gut. Kommt dann auch bald ein Deck-Profile. So, und jetzt wird das letzte OTS-Pack aufgemacht. Und dann gucken wir mal, vielleicht hat der Marvin ja Glück. Vielleicht zackt er auch rein. Wer weiß. Ja, Phoenix King. War das gut. Oh ja, die habe ich früher richtig gerne. Eine der Finsternis. Und? Die ist mir. Ja? Das ist nice. So ja, gut. Ganz gut. Schönes Token. Die ist mir. Oh ja. Alles klar. Gut, aber ich würde mal sagen, jetzt fange ich mal an hier mit meinem kleinen Packluck. Richtig, der Pascal legt jetzt mal los. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt auch mal mit der Megatin einfach anfangen. Wir wollen ja diesen Rhythmus beibehalten. Ja, perfekt. Funktioniert schon mal richtig gut. Grüße gehen raus an Viktor Trautwein. Bitte erzähl mir, wie du diese scheiß Packs öffnest. Schwerkraftpeitsche, Pulsminen, Parierritter, die wahrscheinlich hässlichste Karte, die jemals gedruckt wurde. F.A. Schallmeister, vom Weltkelch gekrönt, das ist wiederum ein schönes Artwork. Lina mit ihrem Vertrauen im Duck der Weltkelch-Drache. Der Sylvanische Prinzessin Kobold, easy, Magiebuch des Wissens, nochmal. Nummer 2. Jo! Direkt einhüllen. Kannst du gerne machen. Lunarlicht, ja, Kaleidoküken, F.A. Testfahrt, F.A. Offroad Grand Prix und Ojama Duo und natürlich noch der F.A. Turbolader, weil wir ja die krassen Leute sind, die immer mit ihren dicken Autos durch die Gegend ballern. Ja. Ich will aber fahren. Dann fangen wir jetzt nicht weiter an, aber wir werden jetzt weitermachen mit Cybernetic Horizon. Da werde ich natürlich jetzt mal schön den Brawl Sword ziehen, damit sich das auch gelohnt hat heute. Ansonsten lohnt sich das ja nicht. Crusader Vorhaut, Vorhut. Du sagst immer falsch. Ich weiß. Erinnerung des Weltvermächtnisses, Kontakttor, Ungeheuer Magieangriff, Cyberritual. Mhm. Oh nee, leider nicht, aber Crusader Maximus. Oh, den brauche ich auch noch. Ja, dann bitteschön. Ja. Einsames Toxinschwert, Goki, Tech, ich bin behindert. Ja. Ruinengel des Vergessens. Wunderschön. Hier, gönn dir. So, und jetzt die OTS-Packs. Kommt auf jeden Fall was Gutes raus. Verdrecktes. Erstmal verknickt, ja moin. So, was haben wir hier? Neo-Weltraum. Ja, okay. Ah, der ist cool, ich habe ja ein Ninja-Deck. Ah, und der Zwillingsdreieck-Drache war jetzt nicht so notwendig als Super-Rare. Aber da Pascal ja drei OTS-Packs hat. Da ich natürlich drei OTS-Packs habe, werde ich jetzt weitermachen. Gab es da vorher noch einen? Ja, die gab es in Starfall und in Rare, glaube ich, noch. Eindringlinge der Finsternis, eigentlich eine ganz coole Karte. Der Ritualrabe ist halt absolut
abgefuckt und den Drachen wegnimmt. Super. Finde ich eigentlich ganz witzig. Die Karte wird leider Gottes nicht mehr so viel gespielt. Ich finde die einfach nur richtig trollig. und jetzt aller guten Dinge, wie ihr wisst, sind drei. Aber ich habe so das Gefühl, dass es keine Ulti wird. Verfluchtes Siegel des verbotenen Zaubers, eigentlich eine ziemlich gute Karte. Rotau Jama musste unbedingt mal den Reprint bekommen. Und nochmal, die Mai ist oberster König des jüngsten Tages. Bitteschön, gönn dir. So, und ich würde mal sagen, dann bin ich auch für meinen Sold raus hier. Ja. Und der Fabian kommt als letztes. Dann bin ich jetzt mal dran. Ja, ich habe jetzt auch nur hier drei Booster, aber fangen wir mal. Über dieser Müll, ey. Was passiert, wenn man. Wow. Wow. So lange keine Megatins mehr aufgemacht. So. Und zwar FA Machtgeschwindigkeit, Käfersignal, Jein. Spiellicht verpflichtend. Danke. General. Ja. Ja, alles klar, der Starterkommandant. Ja, die Go-Go-Go-Hände. Ja, steht doch da. So, vom Weltkelch auserwählt. Ich finde das Artwork ziemlich cool. Ja, hat nur ein bisschen großen Kopf. Ja, das ist ja egal, ist trotzdem cool. Ja. So, Zwielicht aus Radierer. Ja, so. Kann man mal aus Radierer. So, und? Lycoris. Ja, Lycoris. Ist ja eine schöne Super Rare eigentlich. Kann man sich mal gönnen. Hier hin, hier hin. Oh, mein Rocket Deck. Alles klar, ne? Magna Rakete Drache, gute Karte. So. Oh, ja. Oh. Schön. Cerberus. Die geht doch aktuell noch was, oder? Oh, nee. Die ist eigentlich die billigere von beiden. Die, ach so. Die, der Sechser ist teuer, aber ich finde das Artwork allein schon richtig. Das ist wirklich geil. Kann so. Man so einen Euro. Kann man so. Dann. Sich mal gönnen. So. Dann die Drachensoldaten. Dann. Bauen das Weltvermächtnis. Ja, das kann man soweit machen. So, Flammenadministrator. Aufsteigen, Ei. Yay. Scheiß drauf. So, brennendes Bambusschwert und. Ihn hier noch. Dann geht's zum OTS-Pack. Was aufgerissen wird hier. Ja, das. Soll eigentlich gerade nicht beschädigt werden. Oh. So. Lol. Schön, Moraltag brauche ich ja auch noch. Ja, eine Phönixklinge und ein zerbrochenes Bambusschwert. Das kann man sich auch immer mal gönnen. Richtig. Oder das andere kommt noch Cybernetic Horizon und dann sind wir erstmal so für den Part durch. Genau. Also, Mini-Kaliber-Drache. Ja, das kann man so weit nehmen. Psy-Ass. Dann noch ein Crusader Draco. Dann ein Sim-Tabler. Whatever. So, eine Hayate. Easy. So, dann Goki Hellogre. Oh, gut. Ein Zentralfrosch. Dann noch hier ein Stufenporträt. Dann noch einen Zyklus der Welt. Und das war's dann auch schon. Ja, soweit die Puls. Ja, so ungefähr. Ganz genau. Nein, alles klar, Leute. Ich hab gesagt, wir finden erstmal raus. Ihr seht als nächstes von uns unsere wunderbaren Turnierberichte. Ich hoffe, euch hat das Opening jetzt einigermaßen gefallen. Die Megapuls waren jetzt nicht dabei, bis auf dem Evil Match und so. Ja, aber sonst, trotz alledem, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.